Ich fand mich an der alten Station wieder. Ich dachte, dass ich diese Wände nie wieder sehen, nie wieder diese Todeskälte fühlen würde, dass ich nie wieder diese Totenstille, diese tote Stille hören müsste. Aber hier war ich ein weiteres Mal, unter den gesichtslosen Steinbögen und mitleidsvollen Überresten von Zivilisation. Erinnerte ich mich an Red. Er wäre bestimmt an diesem Ort. In diesem Moment würde ich am liebsten einen Rat von meinem Freund bekommen. Ich habe begonnen, mich zu fragen, was er vorgehabt hat, als er sich mit mir in Verbindung gesetzt hat. Aber der Gedanke, dass Red tot ist, hat mich davon abgehalten zu glauben, dass einige seiner Wörter echt waren. Okay. Hier ist Ruhe. Zumindest der Musik nach zu urteilen. Ich brauche mal hier eine Map. Ist hier nirgendwo eine Map? Hier ist noch ein Minenhelm. Okay, hier sind Explosives. Ich muss diesen Kasten überprüfen. Vielleicht gibt es einige Explosivstoffe, die unberührt von der Zeit und Nässe geblieben sind. Ein Stapel von alten Dynamitstöcken. Leider ist kein einziger mehr verwendbar. Okay, okay. Alles klar. War nichts, von da kam ich. Haben wir hier was drunter? Nee. Kann ich nicht mitnehmen, warum auch immer. Ein schmerzlich vertrautes Geräusch. Okay. Gut, da würde ich sagen. Oh. Wir speichern. Und wir lesen. Log. Eisenminen. Anfang. Phase 40. Anno 9004. Anno Domini 1990. Ausgefüllt von Chef Weg des Teams. Sicherheitsstatus 9. Anno 9004. Einführung. Unser Team wurde an diesen Bereich laut einer persönlichen Ordnung des ersten Vorarbeiters Wilbur Frisk gesandt, um zusätzliche Durchgänge zu primären Ausgrabungsseiten zu finden, Seite A. Diese Ordnung wurde durch den Ernsten verursacht, zum ersten Mal in 19 Jahren. Ernsten? Was meinen die denn jetzt damit? Schwierigkeiten an dieser Möglichkeit, die Verlängerung der Ausgrabungen gefährdet haben. Phase 40. Sofort nach der Ankunft ist die Gruppe auf feindliche lokale Fauna gestoßen. Ich notiere die Aufnahme des Standardproblem-Waffengebrauchs während des Ereignisses. Es gibt Unfälle. Zwei Angestellte mit zahlreichen Wunden wurden zu der Basis gesandt. In Übereinstimmung mit dem Protokoll wurde ein Bericht über das Ereignis gemacht, bezüglich des Feinds. Es gibt keinen angenehmen Anblick, aber zu Hause musste ich mich mit viel unangenehmen Dingen befassen, als das auf mein Job. Ich habe auch darum gebeten, eines der toten Dinge zum biologischen Laboratorium zu liefern. Ich bin zweifellos, dass sich die Organisation für dieses Muster interessieren wird. Phase 42. Es scheint, dass wir imstande gewesen sind, die lokalen Einwohner zu unterwerfen. Aber mindestens ein Muster ist noch gefährlich, der Gruppe nah. Glücklicherweise bin ich imstande gewesen, etwas zu finden, da dies ein passender Platz für unsere Leute in den Minen bleibt. Das alte Kommunikationszentrum ist für die Bedürfnisse von der Gruppe umgebaut worden. Er ist jemand, der mit unseren direkten Verantwortlichkeiten fortfährt. Er ist jemand, Apostroph der... Ernsthaft? Haben die das einfach in Google-Übersetzer eingegeben oder was? Boah. Nee.
Phase 46. Aufklärungstätigkeiten waren alle dank der fortgeschrittenen Technologie der Organisation erfolgreich. Das Transportsystem der Eisenwelle 12 wurde nicht weit von diesem Sektor gefunden. Mit geologischen Karten von den primären archäologischen Seiten und unseren kürzlich kompilierten vergleichend, kann ich mit dem Vertrauen sagen, dass ein zusätzlicher Pfad zum Gegenstand A gefunden worden ist. Ich habe auf der Karte gekennzeichnet, wie es nach meiner Meinung an diesem Ort aussieht, der erfolgreichste Platz für die Explosion. Die Wände sind trotz der Jahre des Dienstes fest, also kann es nicht funktionieren ohne gute Explosivstoffe. Ich hasse es, die traurige Tatsache festzustellen, dass das lokale abbauende Dynamit bereits aus ist. Mein Personal hat mehrere gewichtige Kästen entsiegelt und hat nichts Nützliches gefunden. Zumindest können wir noch auf die Hilfe von der Station zählen. Der entsprechende Bericht ist bereits gesandt worden. Phase 52. Leider oder glücklich, aber unsere Tätigkeiten sind nicht mehr erforderlich. Die Gruppe ist zur Station zurückgezogen worden. Unsere Brüder haben es geschafft, weiter vorwärts zu gehen. Ausgrabungen an der Seite A sind in der aktiven Phase wieder. Heute verlassen wir diese unfreundlichen und düsteren Minen und kehren nach Hause zur Station zurück. Sie können das als die letzte Aufzeichnung betrachten. Edward N., Away Team. Okay, Doki. So. Und hier haben wir die Map von... Was ist denn das dann für eine Sektion? Wahrscheinlich Sektion... Nee, das ist der Auxiliary Shell. Nee. Das ist dann Sektion C. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich sogar. Denn wir sind ja jetzt hier unten in Sektion B. Hier ist dann die Sektion B-Karte irgendwo. Ja. Und... Da soll wohl gesprengt werden. Also wenn ich das jetzt richtig gelesen habe in der Notiz, dann soll da, wo es markiert ist, Sprengstoff angebracht werden. Und ich frage mich halt jetzt, inwieweit wir das jetzt tun sollen. Wahrscheinlich sollen wir es sprengen. Die Zeichen, die ich gefunden habe, keine guten Zeichen. Aber vielleicht werde ich noch imstande sein, einige verwendbare Explosivstoffe zu finden und diesen Platz gefüllt mit schmerzhaften Erinnerungen zu verlassen. Okay. Gut. Möchtest du wirklich deine Handlungen auf irgendwelche Aktionen von jemandem in deiner Aufenthalt basieren? Weder du oder ich wissen, was uns dort erwarten wird. Glaubst du wirklich, dass es jetzt irgendetwas ändert, wenn du Wände aufsprengst? Du wirst uns doch beide umbringen. Ja, aber wenn ich hier drin bleibe, werde ich auch kaputt gehen. So, wir haben doch hier einen Hammer. Puff, tata. Ah, da. Dynamit. Okay. Okay. Gut. Also. Wir sollen diese Wand da sprengen. Das weiß ich jetzt. Die Frage ist halt jetzt nur, wo sind wir? Ich finde mich gerade überhaupt nicht zurecht. Wo sind wir? Boah, diese Sektion, das ist alles so riesig. In Overture fand ich es ja schon manchmal verwirrend. Ah, hier kommen wir wieder zurück. Oder? Ja, Iron Mine. Ah, wir sind nicht in Sektion C, sondern im Iron Mine Shaft, okay. Also jetzt, aktuell sind wir noch in Sektion B. Aber hier gibt's auch nichts weiter, oder? Oder liege ich da falsch? Ich glaube, ich liege mit dieser Vermutung, dass es hier nichts weiteres gibt, richtig. Vor allem hier gibt's halt nicht mal eine Map. Warum gibt's hier keine Map? Nee, hier kann man nur einmal drum rumlatschen, ne?
Ja, und da kommen wir auch wieder zurück. So, Moment. Dann gehe ich wieder zurück. So, vielleicht erwartet uns ja Wuffy. Etwas ist nicht richtig. Ja. Würde ich sagen. Ich bin auf alles vorbereitet. Sowas von. Die Türen sind alle weg. Das ist dem Platz ähnlich, der auf der Karte angezeigt wurde. Okay. Jetzt müssen wir nur noch... Moment, reicht ein Dynamit? Nee, oder? Leider wird ein Stück Dynamit nicht ausreichen. Ich brauche mehr und etwas Explosiveres. Okay. Dann heißt es jetzt umschauen nach explosiven Sachen. Während hier diese wunderbare, bedrohliche... Es erinnert mich doch sehr arg an Slender, jetzt gerade, so ein bisschen hier mit dieser Taschenlampe. Bestimmt steht gleich einfach so als Gag so ein Slenderman da vor mir. Das wäre ja lustig. Und gruselig. Und Herzinfarkt. Waren hier Explosives? Okidoki. Propangas sollte ja ausreichen. Boah, ich bin gerade so mega angespannt. Moment mal. In welche Richtung muss ich mich setzen? So. Ich rutsche hier immer auf meinem Stuhl so ein bisschen hin und her. Ja, Propangasflaschen schön unter Druck gesetzt. Einfach mal überall gegen die Wände schleudern. So wie es sich halt gehört, ne? Irgendwas wird passieren, wenn ich das vervollständigt habe. So, reicht es jetzt? Okay. Alles klar. Weißt du was? Trotz der ganzen Nötigung war ich froh, dass ich in deinem Körper war. Es war lustig, dich zu quälen und dich zu verunsichern. Du hattest sogar die ein oder andere gute Idee. Fair enough. Es ist Zeit für mich zu gehen. Meine Rolle ist zu einem Ende gekommen. Du wirst alles noch früh genug verstehen. Bis bald. Bis bald. Affe. Affe. Affe.
Mein Kopf tötet mich. Wo bin ich? Wir sind in Minen. Aber wie ich hierher gekommen bin, weiß ich nicht. Und ich denke, das ist ein perfekter Punkt, um zu sagen, das waren wieder richtig coole 46 Minuten. Ich liebe dieses Spiel einfach nur, Leute. Es ist unglaublich für eine Mod. Ich meine, wie lange? Ich spiele das jetzt schon. Das sind jetzt insgesamt 9 Stunden. Das ist schon fast die Spiellänge von. Ja. Von fast allen Penumbra-Teilen zusammen. Obwohl Penumbra Overture 5, Penumbra Black Plague 6. Also ich denke, am Ende werden wir die Spielzeit zusammen haben von Black Plague und Overture. Und das ist schon echt erstaunlich. Und ich finde es auch super, wie einfach die Story fortgesetzt wird. Das gefällt mir richtig gut. Denn es haben sich so viele Leute einfach eine Fortsetzung von Penumbra gewünscht, auch ich, um ein gescheites Ende zu bekommen. Ob ich ein gescheites Ende bekomme, weiß ich natürlich noch nicht. Ich meine, Penumbra Necrolog ist ja noch nicht zu Ende. Aber so wie das Spiel bis jetzt ist, kann es eigentlich nur ein cooles Ende geben. Und ich freue mich schon wieder auf die nächste Aufnahmesession. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.